Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ich glaube, ich habe schon mit Yao beendet. Das waren 5 Folgen, die ich aufgenommen habe. Ja, ich glaube schon. Das sind immer noch so viele Kisten. Warum der keine Kisten schleppt? Das ist die Frage. Bevor ihr fragt, ich esse was nebenzu. Also. Frage ich nur, ob ihr den ganzen goldenen Hopfen nimmt, den ich da habe. Weil ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich nicht vergessen haben, dass ich ein paar Kisten gemacht habe, ja mal beim. Irgendwann mal. Und hier ist jetzt alles voll mit Weintrauben und Hopfen. Na. Warum? Nimm mal einen Hopfen. Muss man Hopfen irgendwo loswerden? So schnell kann der eine Zombie gar nicht brauen. Und ich auch nicht. Das sind auch schon überall. Meine Fresse. Damit kann ich was anfangen. Und Wasser müsste ich da auch wieder auch mal rauskriegen. Okay. Das genügt. Das ist die Brautruhe. Den Hopfen, boy. Nice. Und jetzt gehen wir mal zum. Bring halt mal. Muss ich alles selber machen? Den Rest kann der Dude aber selber machen. Er hat noch ein paar Kisten, die er da drauflegen muss. Ah, wegen den Tonschaben. Ein neuer Tag. Neue Enttäuschungen. Was neu? Was gibt's Neues? Adam, ich brauche eine Kleinigkeit. Tonschaben einer uralten Vase. Die kannst du mir doch einfach so geben, oder? Die unbezahlbaren Scherben einer unbezahlbaren Vase umsonst? Ganz bestimmt nicht. Du machst dich doch über mich lustig. Zunächst musst du deine Taverne verbessern, sodass du die Scherben dort ausstellen kannst.
Danach brauche ich noch eine weitere Sache. Danach braucht der Kleber. Meine Taverne. Meine Taverne ist viel schöner. Ich glaube, das geht nicht so einfach. Wenn jetzt der blöde Ding auch noch was sowas von mir will, dann springe ich im Dreieck. Er hat schon zu mir gesagt, do not chop. Don't chop my trees. Schön dich zu sehen, mein Freund. Magst du ein paar frische Blätter kauen? Das ist sehr erfrischend. Was macht der Typ schon wieder? Ich glaube, das ist der Imker. Vielleicht beim nächsten Mal. Sag mal, brauchst du diesen Gürtel mit Schnalle da gerade? Er hilft mir mit meinem schlimmen Rücken. Ich gebe dir Geld, dass du dir einen anderen Gürtel für deinen Rücken kaufen kannst. Oh, ich mag diesen hier sehr. Und mit der Schnalle kratze ich mir immer die Essensreste aus meinen Zähnen. Nö, ich gebe ihn nicht her. Hey, komm mal her. Ich habe ein Angebot für dich. Mich über die bösen Taten des Müllers wahrscheinlich informieren. Was meinst du? Du hilfst mir eine klitzekleine Sache und ich helfe dir, den Gürtel des Holzfällers zu bekommen. Ach übrigens, wenn du dich weigerst, dann hetze ich meine Bienen auf dich. Das ist mein Argument. Was willst du? Ich habe irgendwo ein Fass Honig vergraben. Aber ich kann nicht selbst danach suchen. Meine Feinde haben es auf mich abgesehen. Bestimmt der Müller! Und der Fischer wahrscheinlich auch noch. Wer vergräbt ein Fass Honig? Wer macht sowas? Darauf erstmal ein Radieschen. Oh. Oh ne, das gehört dem Dress. Ja, das ist nicht der Dress, sondern der andere. Der Curry. Und ja, ich habe seinen Namen vergessen. Ist dieser Co cool? Der handelt mit mir. Oh, der das Juwelen besitzt der Damaszener-Schwert. Ein Fass voll Honig. Ich hab ja schon auch noch eine. Viel Spaß. Mit Tauf. Nice, Mann. Nice. Da habe ich am Anfang von dem gekauft, aber. Fucking Imker. Hier ist dein Honig. Aber ich kann auch sicher sein, dass du meinen Honig nicht vergiftet hast. Warum sollte ich sowas tun? In diesem Dorf wimmelt es nur vor meinen Feinden. Die wollen mich alle loswerden. Okay, verstehe. Und nein, ich habe ihn nicht vergiftet, also. Nimm dieses Honigpflaster. Es wird mit dem Rücken des Holzfällers helfen. Er ist mein einziger Freund. Wow. Und natürlich bleibt er beim Regen draußen stehen. Gib ihm das Pflaster. Hey, schau mal, dieses Pflaster wird dir mit deinem Rücken helfen. Mal sehen. Oh, wie herrlich. Oh, ja, stack mal. Hier ist der Gürtel.
Hier, der Gürtel gehört dir. Der Imker hat gesagt, du wärst sein Freund. Was kannst du mir über ihn erzählen? Er wurde als Kind von einer Biene gestochen. Seitdem hält er sich für einen Bienenmann. Er glaubt, dass Bienen die mächtigsten Wesen sind. Er hat eine Bienenbibel geschrieben und trainiert eine Armee von Bienen. Und er ist sich sicher, dass einer der Dorfbewohner sein Erzfeind ist. Hornissenmann. What the fuck? Okay. Hornissenmann. Wo ist meine Taverne hin? Und da ist meine Taverne hin. Ah, oh, Taverne verbessern. So geht das. Diese Holzfäller ist ziemlich exzentrisch, meinst du nicht auch? Naja, er ist normaler als der Imker. Aha, der berühmte Bienenliebhaber. Zwei Jahre später. Wo ist der Meister? Wo ist der Meister? Sogar Kette hat mich so lange warten lassen, Griswold. Vielleicht ist er krank. Welche Krankheit bekommen Propheten normalerweise? Wir wollen den Meister. Wo ist der Meister? Meister! Wo ist Jesus? Leute, was ist los? Warten wir etwa auf jemanden? Bürger, etwas Schreckliches ist geschehen. Der Meister ist tot. Nein! Nein, es kann nicht sein! Wie kann das sein? Wie nur? Hey Leute, ich verstehe das nicht. Wer ist tot? Ach, die Priester des uralten Gottes haben ihn getötet. Ja, doch verzweifelt nicht, denn er ist noch immer unter uns. Seine reine Seele fuhr in den Himmel auf und jetzt ist er unser neuer Gott. Der neue Gott, ja! Mit seinen letzten Atemzügen erklärte er Jove zu seinem weltlichen Vertreter und zu eurem König. Und was mich angeht, ich bin sein Hohepriester, ja, Hohepriester Lucius. Der neue Gott, der König? Kann mich mal jemand kneifen? Aber ja, aber da wir eine demokratische Monarchie sind, liegt es an euch, meinen Untertanen zu entscheiden. Vergeben wir diesen Heiden, die unseren Vater, unseren Lehrer, unseren geliebten Meister auf dem Gewissen haben. Niemals! Niemals! Keine Gnade! Leute! Hey Leute! Ich hab's! Töten wir sie alle! So soll es sein. Ich beuge mich eurem Willen, geliebte Untertanen. Ich, König Jove, ruft den Heiligen Krieg aus. Ich verstehe mal nicht, warum der Jove heißt. Oder Jove, oder keine Ahnung. Oder Yoda. Ich hab's! Ich weiß es jetzt! Du hattest recht! Ich war ein Mann. Ich war der Meister. Der Meister, der zurückgekehrt ist, um sich an diesen Heiden zu rächen. Das bezweifle ich. Angeblich wurde er der neue Gott. Und der Meister war freundlicherweise und kein Alkoholiker. Ja, aber na gut. Hast ja recht.
brauchen 12 Nägel. Nehmen wir 20 mit. 30 Bretter. Und 30 Stein war's. Dann verbessern wir mal unsere Taverne. Ah, oh, Eisenstücke habe ich gebraucht, Mist. Mach mal Holzplanken. 60 Stück. Wo sind denn ja das die Eisenstücke? Mach ich einfach jetzt. So lange, bis der dann fertig ist. Ich verstehe nicht, warum sich mein Käse gespalten hat. Klasse Anbau. Cool. So ein Fasshocker.